Einen wunderschönen guten Abend heute am Montagabend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum Chipshowroom zu der Sendung. Heute nehmen wir uns die Terrapin an. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Na, wenn ihr Lieben. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Das ist jetzt auch eine Show, wo ihr direkt Fragen stellen könnt zu den Chip, auch zu anderen Sachen rund um Stars hin. Wenn ihr Fragen habt, gerne ein Ausrufezeichen, Adfaxi reinschreiben. Dann direkt die Frage stellen, dass sie nicht untergeht. Das wäre sonst total schade. Wie gesagt, heute haben wir unser Schiff ausgesucht, das ist die Terrapin geworden, das war ein Wunsch aus der Community, die habe ich mir soweit angeguckt und wenn wir noch die Zeit heute haben sollten, wäre natürlich auch richtig schön, denn würden wir uns auf jeden Fall auch heute noch die Orion angucken, die Mega-Mining-Plattform von ASI, aber damit zum späteren Zeitpunkt oder sonst auch mal einen anderen Tag, gucken wir mal, wie gut wir durchkommen auf jeden Fall. Anvil Terrapin, Schiffsgeschichte, die Terrapin wurde 2766 entwickelt, um das erste Schiff bei der defensive Umstrukturierung des Imperium der Marine zu dienen. Es ist auch das erste Vollproduktionsschiff, das Anvil Aerospace unter direktem Schiffsauftrag hergestellt hat. Es wird in einem Amboss-Werk in Nova Keef Terra unter der Leitung von Joe Harry Arnold und Agri Wilson entwickelt. Schiffsbewertung 2796 wird das von der Vizeadmiral Galen Wischow geleitete UEE Schiffsbewertungsteam vom Oberkommando beauftragt, zu beurteilen, ob die Terrapin in die UEE Militär aufgenommen werden soll. Und ja, sie wurde aufgenommen, die Terrapin. Sie hat es ja tatsächlich geschafft, dass sie aufgenommen wurde. Vorabinformation. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Das können wir erstmal zumachen. Dann klicke ich da nicht nochmal falsch rein. Sodele. Wie können wir das Bild einmal aufmachen? Das sieht natürlich schon cool aus. Also die Terrapin ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Wer hat eigentlich von euch alles eine Terrapin? Kann er ja mal ein Plus machen, wer alles eine Terrapin hat oder sich vielleicht vorhat, eine Terrapin zu holen. Genau, wir präsentieren die Anvil Aerospace U4A3 Terrapin Klasse. Eine Schiffsklasse, die auf das Scannen und Erkunden ausgerichtet ist. Die Terrapin Name für verschiedene Schildkrötenarten wurde gegen Ende des 28. Jahrhunderts als erstes Schiff im Zuge der defensive Rekrutierung der Navy entwickelt. Ihr Schlagwort lautet Schutz. Mit umfangreichen Schildsystemen und mehreren Höhlenschichten, sehr cool übrigens, Höhlenschichten, sehr interessante Sache. Die Höhlenschichten sind eigentlich dafür da, wenn du Schaden bekommst, die Höhlenschichten, da ist ein Hohlraum drin. Das heißt, du hast mehrere Panzerplatten übereinander. Das heißt, die Hülle wird beschossen. Die Hülle kann sich verbiegen, verformen, ohne dass die andere Hülle schon angeknackst wird. Und das sind Höhlenschichten, damit du quasi Energie auffangen kannst. Und die Energie kannst du in Genicklick dann so gesehen umwandeln, dass es dann nicht kaputt geht. Deswegen die unterschiedlichen oder mehreren Höhlenschichten. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Mehreren Höhlenschichten für einen maximal an Schutz für den Piloten und Crew. Während ihre Manövrierfähigkeit eines dedizierten Jägers fehlt, ist natürlich nicht so wendig, bezieht die Terrapin ein großes, Bewaffnung gedacht und gefürchtet, wenn du in seine Schranken zu weisen. Also sie hat keine großen Bewaffnungen, sie hat quasi... Aber sie hat dafür Schutz. Also das, was sie hat, ist Schutz. Das ist eben die Hülle, die sie hat. Sie hat ein übergroßes, sag ich mal, Schildgenerator verbaut. Das gucken wir uns auch an. Aber sie hat eben keine Schlagkraft, hat keine große Bewaffnung. Das hat sie leider nicht. Aber sie hat einen guten Mount noch, Size 4 Mount, wo sie verschiedene, sag ich mal, Sachen anbringen kann, um bestimmte Sachen durchzuführen. In welcher Hinsicht, kommen wir später nochmal drauf zu. Die Terrapin wurde in den letzten 150 Jahren von der Navy intensiv eingesetzt. Sie hat ihre Option als hervorragendes Unterstützungsschiff gefestigt. Das Design wurde für alle genutzt, von Standard-APC bis zur Landstreckenerkundung, wofür sie am besten geeignet ist. Die Terrapin wird auch oft als Such- und Bergungsschiff in Kampfgebieten genutzt, seitdem sie bewiesen hat, dass sie Präsenz-Rettungsoperationen trotz intensiven feindlichen Bodenbeschuss ausführen kann.
Das ist natürlich sehr, sehr gut, dass man sie dann auch sehr gut fragentswappen kann in der Hinsicht. Ich kann dann Leute aus direktem Beschuss rausholen. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel, und du kannst sie auch als Dropship sehr gut benutzen. Das ist auch so ein Punkt. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo hinfliegst in ein Gebiet, wo es wirklich unter Feuer ist, wo wirklich die Hölle abgeht, dann kannst du natürlich auch tatsächlich mit der Terrapin rein, deine Leute abdroppen und dann wieder wegfliegen. Oder du kannst dann eben die Verletzten auch reinsammeln. Also quasi als, sag ich mal, als Rescue-Schiff. Deine Leute bergen und dann weiter wegfliegen zur Versorgung, dass es denen dann wieder besser geht, den Leuten. Aber das kann das Schiff natürlich nicht leisten. Die Terrapin ist wirklich nur zum Hinbringen und zum Abholen, kann man sie zweckentfremden. Sie hat natürlich keine Erstversorgung, sie hat keine medizinischen Betten, das hat sie alles nicht. Das Einzige, was du hast, ist vielleicht ein Erste-Hilfe-Kasten an Bord und das war's eigentlich vom Ding her. Sie hat aber jetzt kein Erste-Hilfe-Bett, wie eine Cutlass Red oder sowas oder wie zum Beispiel eine Apollo oder ähnliches. Sowas alles hat die Terrapin nicht. Also sie kann eben gut dafür frack entzündet werden, weil sie so viel aushält, weil sie direkt einen harten Beschuss aushalten kann, dass sie dann eben direkt reinfliegen kann an die Front, die Leute rausholen kann und wieder wegfliegen kann. Zudele. Seit ihrer Vorstellung wurde die Terrapin immer beliebter bei der zivilen Entdeckern. Da die U4A3 rumpfreif auf dem Markt erwerben ist, haben auch viele Veteranen, die nach ihrem Dienst dem Schiff treu geliebt sind, zugeschlagen. Also die Idee dahinter ist eigentlich, sie ist natürlich jetzt ein Schiff, was man sehr gut in den privaten Sektor auch einsetzen kann. Also in den Zivilsektor kann man sie eben sehr gut benutzen. Und eben die Leute, die sich damals vom Militär kannten, dieses schöne Schiff, weil sie die damals benutzt haben in ihrer Militärslaufbahn, holen sich die dann auch sehr, sehr oft privat, um dann eben ihr Geld denn oder was auch immer sie machen, dann eben weiter fortzuführen, weil es ein sehr, sehr zuverlässiges Schiff ist. Viele von ihnen waren schon im Dienst, schon in den Genuss zuverlässiger Terrapin gekommen. Achso, hätte ich das schon vorgelesen. Ja, genau. Das hatte ich schon gerade vorgelesen. Konzeptphase, dann kommen wir gleich zur Konzeptphase. Was auch noch ganz interessant ist, kommt der später, ja genau, das ist den Kühlmechanismus. Da sprechen wir später nochmal, weil die Envil Terrapin, die hat ein bestimmtes Kühlmechanismus, was die Terrapin so ein bisschen unsichtbar machen kann, vom Radar nicht direkt unsichtbar machen kann. Also sie kann die Hitze speichern und durch ihren Kühlmechanismus, den sie hat, kann sie die Hitze über einen längeren Zeitraum speichern und dann wieder ablassen. Aber da kommen wir nachher später zu. Dann kommen wir einmal kurz zu der Konzeptphase. Gucken, was ich da Schönes rausgesucht habe. Geht nicht. Kaputt. Nein! Geht auch. Also, da haben sie dann angefangen, die Skizzen eben zu bauen. Ach, ja. Also, das ist ja hier der hintere Stuhl. Das ist ja quasi der Scanning-Tool für den zweiten Mann. Sieg wird natürlich optimal benutzt für den zweiten Mann am besten, dass einer fliegt quasi und der hintere Mann benutzt dann quasi das Evay. Hey Frotzi, grüß dich, schön, dass du da bist, mein Guter. Mich jetzt ein bisschen nervt, dass er die Bilder nicht laden will. Manu, ey. Geht einfach nicht, wenn wir hier runter. Ach, jetzt macht er das okay. Wenn ich es runterlade, geht's okay. Dann machen wir es eben so. Hier sehen wir jetzt nochmal, genau, also wenn du jetzt aufstehst von hinten oder nach vorne gehst, kommen wir hier langsam zum Cockpit. Warte mal, wir können ja auch einfach mal. So, dede. Mach denn. Doch, jetzt macht er es langsam auf. Jetzt geht's wieder. Genau, wenn wir jetzt rüber gucken vom Cockpit, dann sehen wir wieder den Innenraum. Und ich glaube auch, nee, das war sogar so, die Terrapin war sogar tatsächlich das erste Game, was reinkam, wo das Item Level V2 schon mit den Komponenten Level V2 schon so ein bisschen zu sehen war. Du konntest nämlich bei der Terrapin die ganzen Seiten aufmachen, die ganzen, sag ich mal, Komponenten, sag ich mal, Schubladen aufmachen oder, sag ich mal, die Schränke, die dahinter verborgen sind. Und man konnte da schon die Komponente sehen. Das war das erste Terrapin-Schiff, was quasi dieses System hatte, was ins Game reingekommen ist. Das ist eigentlich auch sehr, sehr interessant, das zu sehen, dass man dann quasi auch die, sag ich mal, die Komponente man auch schon sehen konnte. Das war wirklich eine coole Sache. Also sieht wirklich, man sieht auch echt, dass sie hart gepanzert ist. Man sieht wirklich die dicke Panzerung und deswegen auch so ein bisschen Terrapin Schildkröte eben, dass sie eben ihren harten Panzerkern hat, der sich nicht so leicht kaputt schießen lässt.
wird man in der Terrapin andere Scanner anbauen können, zum Beispiel. Ja, das genau, Barbapa. Da kommen wir nachher zu. Ja, das wird gehen. Du kannst aus einem, sage ich mal, Geschützturm kannst du keinen Scannerturm machen. Du kannst aus einem Scannerturm unterschiedliche Scanner draufsetzen. Das geht auf jeden Fall, ja. Da kommen wir nachher noch zu. Dafür wird es ja auch wieder für den Zivilsektor nämlich auch sehr, sehr gerne genutzt, weil du den Scanner nämlich umbauen kannst und unterschiedliche Scanner anbauen kannst und das dann auch die Möglichkeit, Mineralien zu scannen oder Mineralien in, sag ich mal, in einen Asteroiden kannst du denn, oder in einen Asteroidengürtel, wenn du einen guten Scanner angebaut hast, kannst du dann Mineralien finden, die du mit einem anderen Scanner nicht so einfach findest, weil die einfach, weil du den Scanner dann getauscht hast, der extra dafür dann eben ausgelegt ist. Das geht tatsächlich, ja. Dann springen wir einmal kurz in den Jump Point rein. Ich hoffe, dass der auch. Oh, der geht sogar auch wieder durch. Jetzt geht das wieder schnell, ne? Komisch. Es gab damals auch einen Jump Point oder. Hier sehen wir auch nochmal die Terrapin und mit den Rescue. Eben die Idee dahinter ist, dass man die Terrapin eben auch sehr, sehr stark als Rescue-Schiff einsetzen kann. Eben um die Truppen rauszuholen. Wie gesagt, sie ist kein offensives Schiff, bei weitem nicht. Sie hat nur einen Turm und der, das sind Size 4 und das war's. Mehr hat sie nicht. Also es sind zweimal Size 3 Waffen und das war's. Mehr hat die einfach nicht. Braucht sie auch nicht, weil sie dafür auch einfach gar nicht ausgelegt ist. Genau, deswegen wird sie auch leuchten wie ein Stern. Denn auf jeden Fall, ja, Skyline, wenn die Schüssel dran hat, dann wird die leuchten wie ein Stern. Aber das war auf jeden Fall die Idee dahinter mit dem Rescue, dass sie die Leute dann einigermaßen rausholen kann oder eben auch, sag ich mal, Leute, die in Not sind, unter feindlichem Feuer sind, retten kann. Und hier waren sie dann quasi am einem Konzept dabei, das Schiff aufzubauen, sich das anzugucken, gucken, wie sie sich die aufbauen. Wir haben sie dann schon überlegt, in welche Richtung das gehen könnte, wie sie aussehen sollte, die Terrapin später vielleicht. Also bis jetzt, also diese Vision finde ich jetzt alle gar nicht mal so dolle. Also da finde ich jetzt die Terrapin, wie sie jetzt ist, bis jetzt immer noch am besten. Wobei, aber die sieht nicht so nach Terrapin aus. Die V1.1 finde ich auch ganz geil. Also die sieht auch schon ganz cool aus. Sie erinnert mich so ein bisschen wieder. Die sieht so ein bisschen Crusader-Style-mäßig aus, oder? Das könnte ein Einsitzer sein von Crusader Industry, oder? Die V1.1. Haut mal bitte ein Plus raus, wenn ihr das auch meint. Das Ding könnte tatsächlich so ein bisschen, finde ich, hat das Ding, als wenn man jetzt so die Mercury sieht und die Hercules, dass sie so ein bisschen Ähnlichkeit hätte vom Crusader-Style her. Und das könnte ein Einsitzer sein von Crusader. Nur vom Style her, ist natürlich nicht so. Aber vom Style her sieht das Ding so ein bisschen aus, oder? Elite Dangerous, MK1, ja auch so ein bisschen, ja, Nautilus, Snapfighter, ja. Ja, hier kommen wir jetzt der Sache immer näher, wie sich das denn weiterentwickelt hat, die Terrapin. Schon ein schönes Schiff, also ich mag die auch sehr gerne. Gott sei Dank sieht das Cockpit jetzt nicht ganz so aus, wie es jetzt, wie es hier noch gezeichnet wurde. Warum hat die eigentlich keine Shots, das war eigentlich auch eine gute Frage. Warum hat sie keine Shots und nicht zum Andocken? Weil Docking-Systeme und Shots sind immer Sachen, so gesehen, Außenshots, Docking-Color, diese ganzen Sachen sind immer Schwachstellen. Und deswegen hat die, sie soll einfach keine Schwachstellen haben, deswegen hat sie auch keine Docking-Color und sowas alles nicht. Das sieht ja auch mal feist aus, ne? Das sieht ja auch irgendwie feist aus. Das sieht schon wieder irgendwie feist aus. Weil das Cockpit ist so schön nach hinten drin, das ist sehr, sehr schön geschützt. Scanner ohne Ende, lass scannen, was das Zeug hält. Jetzt sieht sie so ein bisschen aus wie die. Nicht die Voucher, die. Die Valkyrie wollte ich schon sagen. Ah, Valkyrie nie auch nicht. Ah, jetzt, guck mal, jetzt hat sie hier oben schon ihr Radar bekommen. Ah, sieht schon cool aus. Also, das untere ist auch irgendwie, das ist auch noch so ein Radar-Boppel. Die sieht schon cool aus. Vom Ding her ist es wirklich ein cooles Schiff geworden. Evolution der Kröte. Ja, so gesehen kann man das so sagen. Ja, so ist das. So gucken wir uns das gerade so ein bisschen danach an. Ich finde sie schon, das sieht schon ganz cool aus. So sieht sie wirklich extrem nach Schildkröte auch aus, ne? Aber extrem Schildkröte pur, bam! Yeah! Ja, aber da haben sie echt, aber da kann man mal sehen, wie lange so ein Konzept dauern kann, bis sie da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Guck mal, hier kommen wir jetzt zum Beispiel Turtle,
Hier steht sogar jetzt Turtle V4. Und so kennen wir sie. Jetzt haben wir hier unsere Panzerplatten. Das ist das Kühlungssystem. Wir können die Platten zufahren, dass sie dann quasi diesen U-Boot. Genau, die Valkern, richtig, das meinte ich. Genau, Thalamus, Dankeschön für das Wort. Die Valkern wollte ich sagen. Da sah sie so ein bisschen aus wie die Valkern. Richtig, genau, Dankeschön dafür. Die Valkern ist mir nicht über den Kopf, ist mir gerade nicht eingefallen, das Wort. Der Name. Valkern war das, genau, richtig. Und hier finde ich das schon ganz cool mit dem Kühlungssystem, mit den Kühlungsplatten. Also die Idee ist eigentlich dahinter, dass sie sich abriegeln kann, dass die Energie gespeichert wird bis zu einem bestimmten Grad. Und wenn sie eine bestimmte Hitze hat, dann müsste man sie quasi einmal entlüften. Und dann wird sie einmal ganz hell auf der Landkarte oder auf der Map, sage ich mal, dass sie quasi überall gesehen wird, so halbwegs. Und dann kann sie wieder in diesen U-Boot-Modus rübergehen. Aber die Terrapin haben auch relativ. Haut mal bitte nochmal ein Plus raus, wer eine Terrapin hat. Also vorhin waren ganz schön viele Leute dabei, die tatsächlich eine Terrapin hatten. Das waren tatsächlich einige. Und nochmal das mit den Schotten. Skyline, Chaos, Wohl, Weyer. Ja, Levi, die ist ganz schön. Nee, Levi war ja nicht. Levi hat auch eine. Lulet, Ansara, die ist ganz schön beliebt, ne? Die ist auf jeden Fall, und das ist schon cool. Ich finde das auch cool, dass du so einen schönen Eingang hast, wo du richtig hochgehen kannst, weil es wirklich schon ein sehr, sehr schönes Schiff ist, auf jeden Fall in der Richtung, sag ich mal, Spionage, Beobachtung, Ausspionieren, Sachen erkunden. Also es geht ja schon in Richtung Spionagearbeit zum Teil auch. Das ist schon ganz cool umgesetzt. Erkundung eben, Aufklärung. Aufklärung, Spionage, Erkundung ist ja alles so ein bisschen das Gleiche. Hier sehen wir auch noch mal, was zum Scanner gehört. Hier kann das auch alles wieder zugefahren werden, die Klappen. Ist schon auf jeden Fall ein richtig schönes, tolles Schiff. Also ich habe sie jetzt nicht momentan, zumindest nicht. Kann sich ja immer mal wieder ändern. Ich hatte ja aber überlegt, weil Okuma Tuskin hat auch ein, Lucifer hat auch eine, Tim Raid, Darul, oh krass, Water Joe, Nostos, alter, heftig. Also die ist wirklich sehr beliebt. Die ist wirklich ein geiles Schiff. Ich kann sie mir auch sehr gut vorstellen, womit man sie sehr gut benutzen kann. Auf einer Kraken kann man sie auch sehr gut einsetzen, auf einer Idris auch. Und was auch interessant ist, dieses Schiff ist wirklich so ein Schlüsselschiff. Gerade wenn du im Flottenverband unterwegs bist oder mit mehreren Schiffen, zum Beispiel wenn du mit einer HLI unterwegs bist oder mit mehreren Sachen. Ich würde dir immer die Terrapin vorschicken in ein System. Dann würde ich die immer zum Beispiel zur Aufklärung nach vorne schicken. Zum Beispiel zuerst durch einen Jumppoint schicken, wenn der Jumppoint sicher ist. Und dann erst die Flotte hinterher springen lassen. Ja, sehr cool, Nostos. GZ auf jeden Fall zum Exploration Package. Erstens dafür und auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Schiff. Und das ist natürlich auch ein bisschen taktisch, so ein bisschen so angesiedelt, dass die Terrapin dann quasi vorspringen kann und dann eben Aufklärung leisten kann. Was ist in diesem Gebiet? Kann ich meine Flotte oder sag ich mal meine Ware, weil ich dann eine HLD in der HLE quasi dabei habe, weil ich im Schlepptau habe, kann ich sie da durchbringen durch dieses Gebiet, dann scanne ich das Gebiet oder nee, ich fliege vielleicht doch über ein anderes Gebiet. Also diese Terrapin, das ist wirklich so ein Schlüsselschiff, was glaube ich sehr, sehr unterschätzt wird. Genau richtig, du solltest auch mit der Terrapin Rescue scannen können. Richtig, genau richtig. Da kommt auch genau richtig, Pepper, das ist auch so. Du kannst den Scanner abmontieren, das ist ja das, was ich schon gesagt hatte. Du kannst den Scanner abmontieren und auch einen Scanner ranbauen, der extra quasi, sage ich mal, Mineralfelder besser finden kann oder wertvoller Mineralienfelder finden kann. Das kann alles die, das kann sie auch auf jeden Fall. Sie kann automatisch Sachen aufzeichnen, sie kann Stationen finden. Zum Beispiel, wenn da irgendwo eine Station ist, wo vielleicht noch ein bisschen Energie drin ist, die kann sie dann auch finden, auch entdecken. Und das kommt immer darauf an, was du für einen Scanner dabei hast. Ne? Du kannst den Scanner nachher austauschen. Da kommt nachher darauf an, welchen Scanner möchtest du haben. Auf was bist du hinaus? Möchtest du jetzt quasi Mineralien, wertvolle Mineralien finden? Dann baust du einen anderen Scanner ran. Möchtest du vielleicht Exploration machen, nimmst du wieder einen anderen Scanner. Oder möchtest du vielleicht Schiffswrack finden oder verlassene Stationen finden, wo vielleicht noch ein bisschen was ist oder kaputte Raumschiffe. Dann nimmst du wieder einen anderen Scanner dafür. Das geht tatsächlich klar. Das ist natürlich das von Wochenende. Hoch die Ende Wochenende. Yo. Hoch die Ende Wochenende. Bam. Yeah. Schingeli Shang. Batzi. Wie lieb ist das denn für dir? Danke. Willkommen im 8. Monat. Total lieb von dir mit deinem Twitch Prime. Freue ich mich sehr drüber. Dankeschön dafür. Und tatsächlich noch einen Monat. Dann bist du auf jeden Fall voll dabei. Und dann bist du auf dieser Welt gekommen. Freue ich mich drauf. Und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Genau. Machen wir alle mal Ausrufezeichen Hype. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für deine liebe Unterstützung.
Und hier sehen wir diese Whitebox-Phase, diese sogenannte, wie sie sich das dann vorgestellt haben und ja auch so ziemlich umgesetzt haben. Was ich wirklich interessant fand, eben, dass es das erste Schiff war, wo man die ganzen Komponente auch aufklappen konnte und auch sehen konnte. Das war schon ganz cool. Ja, was ein bisschen schade ist tatsächlich, es gibt nur ein Bett, was wir hier sehen. Das ändert sich leider auch nicht. Es gibt nur das eine Bett, wo nur einer drinnen schlafen kann. Der andere muss immer Wache halten. Aber auch eine geile Sache. Die Idee dahinter ist eben, das war natürlich auch eine Q&A-Frage. Warum gibt es denn da nur ein Bett drinnen? Ja, der eine soll seinen Dienst schieben und der andere soll quasi schlafen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Idee dahinter, warum es nur ein Bett gibt. Ist natürlich nachher, wenn man wirklich spielt und irgendwie, wie gesagt, es ist auch ein Deep Space-Überwachungsraumschiff. Das kann für Deep Space, es ist tatsächlich auch dafür ausgelegt, für Deep Space-Missionen benutzt werden. Das heißt, wenn du irgendwo weißt, da ist irgendwie was los auf dem Mond oder auf dem Planet, du möchtest gerne den Planet ausspionieren, dann kannst du genau die Terrapin mit zwei Leuten hinschicken. Der eine muss quasi immer Wache halten, der andere schläft und die wechseln sich ab. Das ist die Idee dahinter. Deswegen gibt es nur ein Bett leider. Ja, das kann ich verstehen. Skyline. Ja, kann ich verstehen. Sowas von verstehen, weil das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall Hype. Meine Idee dahinter, Skyline, was ich auch voll verstehen kann in dieser Hinsicht, du fliegst los, du düst irgendwo hin mit deiner Carrack, du findest vielleicht einen Jump Point und dann überlegst du, womit fliegst du am besten durch den Jump Point durch? Da ist es. Natürlich am besten die Terrapin kommt fast durch jeden Jump Point durch, das ist ein kleines Schiff. Sie passt durch jeden Jump Point durch, sie ist sehr stabil. Sie wird es verzeihen, wenn du dich vielleicht mal, wenn du nicht richtig den Weg einhältst, dass sie nicht gleich kaputt geht. Sie hält viel aus und du weißt ja nicht, was auf der anderen Seite im Jump Point ist. Deswegen kann ich das verstehen, die Terrapin ist eigentlich für jedes große Exploration-Schiff das Beischiff schlechthin. Kann ich voll und ganz verstehen, finde ich richtig cool. Aber die wird leider in der Carrick, glaube ich, nicht reinpassen. Glaubt ihr, die passt in der Carrick rein? Könnt ihr ja mal ein Plus machen, aber ich glaube, da muss ich leider ein Minus machen. Das wird, glaube ich, nicht klappen, leider. Die wird nicht reinpassen, die Carrick. Weil die haben Snapfighter gesagt, also sowas wie eine Merlin M50 X85, so in der Größe leider. Aber verstehen kann ich es auf jeden Fall, Skyline. Nee, die kannst du so auswechseln. Da musst du keine Angst haben. Das mit der Werft ist tatsächlich nur bei der Endeavor. Da sage ich gleich nochmal zu was, Papa. Da kann ich auch jetzt sagen. Gehe ich ja auf den Chat gerne ein. Das ist gar kein Problem. Die Scanner kannst du so austauschen. Das ist nicht das Problem. Da musst du nicht extra zur Werft hinfliegen. Auch zukünftig nicht, wenn es soweit ist. Bei der Endeavor ist es so. Wenn du die Endeavor, du hast ja das Gerüst von der Endeavor. Ja. Ich mache sowas nicht. Dann muss ich ein Bild der Endeavor holen. Ist so. Sonst kann ich das nicht richtig sagen. Weil sonst fragt sich irgendjemand, was ist die Endeavor? Und warum muss die Endeavor zu irgendeiner, zu Misk in den Hangar-Dock rein, um die Module umzubauen? Deswegen, das möchte ich, kann ich halt nur richtig erklären und zeigen, wenn ich dazu auch ein Bild habe. Dass das auch jeder versteht, der die ganzen Schiffe noch nicht kennt. In welchem Bild kann man das geil erklären? Ich brauche ein ganz, ganz kurzes und schönes Bild dafür raus. Ja, machen wir einfach. Ja, das ist ja Auflösung zu schlecht. Achten wir das einfach, das ist okay. Bild in neuen Tab öffnen. Das ist die Endeavor, das ist das, was gerade Baba Papa meinte. Oh, hat ja geklappt. Oh, hat ja noch besser geklappt. Bild in neuen Tab öffnen, bitte. Ja, das hat geklappt. Das ist jetzt quasi die Endeavor, die wir sehen. Und die Endeavor, das ist ein 200 Meter Schiff und die Module sind verdammt groß. Und es gibt bei der Endeavor ganz viele unterschiedliche Module. Und wenn du die wirklich tauschen willst, das heißt, wenn du den Super Collider rausnehmen möchtest, du kannst den Super Collider Ring tatsächlich tauschen. Und dann kannst du dazu zum Beispiel eine Hope umbauen. Zum Beispiel eine Hope Light, das ist ja das Rettungsschiff dazu. Das habe ich doch gerade noch irgendwo gesehen. Mache ich gerade so ein Pech mit dem Google. Und zeigt er mir die richtigen Sachen gerade nicht an, die ich sehen möchte. Das ist mal besser. Das hier diesen Hof mache ich einfach mal. Tab öffnen.
So, dann haben wir den Vergleich. Das ist jetzt der Super Collider. Das ist jetzt dafür da, wenn du bestimmte Sachen übertakten möchtest und du möchtest die optimalen Daten rausbekommen, hast du den Super Collider, um deine Komponenten optimal das Übertakten, sage ich mal, rauszufinden, wie gut kannst du deine Schilde übertakten, wie gut kannst du deine Waffe übertakten, was kannst du optimal rausholen, ohne dass es kaputt geht. Dafür ist der Super Collider da, was auch sehr, sehr wichtig ist. Dann kannst du diese Endeavor aber auch umbauen zu einem Krankenschiff, zu einer, sag ich mal, Fregatte, zu einer Rettungsfregatte. Dann würde sie so gleich, Alter. Dann würde sie gleich so aussehen. Und wenn du das umbauen möchtest, du möchtest jetzt daraus zum Beispiel aus der Hooplight, aus dem mit den Super Collider, möchtest du jetzt eine Hooplight umbauen, der Endeavor. Damit müsstest du jetzt reinfliegen zu Mist, hinfliegen zu den, sag ich mal, da wo die Mistwerke sind. Und da könnten die das dann umbauen. Also die Endeavor kannst du selber nicht umbauen. Das heißt, wenn du die ganzen Module auch hast, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Module bei der Endeavor. Und die ganzen Module, wenn du die Endeavor umgebaut haben möchtest, ist ja voll modular aufgebaut, dann musst du jedes Mal zur Schiffswerft von Misk und die bauen dir das um. Und das ist das, was Baba Papa meinte. Das musst du bei der Terrapin nicht. Bei der Terrapin, die kannst du selber so umbauen über dein Rubiglas oder whatever auch nachher. Mein Sarah hat da auch noch eine Frage gehabt. Ich habe mir damals die Finger wundgeschrieben wegen dem zweiten Bett. Ja, richtig. Und dass der Stuhl doof in der Mitte rumsteht. Da würde auch ein paar Kisten... Ja, auf jeden Fall an Sarah. Bin ich bei dir. Wollen wir gar nicht weiter diskutieren, hast du recht. Sowas von. Was noch möglich ist tatsächlich, wenn wir uns das gerade angucken, der Pilot kann alles benutzen. Ist natürlich komplizierter für den Pilot. Wenn der Pilot jetzt alles nutzt, dann muss er sich auf das Fliegen konzentrieren, auf das Scan konzentrieren, das wird schwierig. Und dafür gibt es den zweiten Platz und der ist blöd in der Mitte. Da hätten die auch wirklich am Rand irgendwas Schönes hinmachen können, vielleicht irgendwie ein Pult oder sowas. Und auf diesen Pult, da setzt man sich dann ran oder irgendwie sowas, wie man das so kennt. Da hätte man da auch so einen schönen Arbeitsplatz gehabt. Das mit den in der Mitte, bin ich voll bei dir. Und das mit dem zweiten Bett ist auch irgendwie schade. Weil wenn du mal mit einem Kumpel wirklich unterwegs bist und du machst wirklich Deep Space Mission, dann ist das wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig, sich zusammen auszulocken. Na, vielleicht geht das irgendwie, dass der eine sich auslockt, der quasi mitgeflogen ist und den das Schiff gehört, der lockt sich zuletzt aus und den das Schiff gehört, der müsste sich wieder zuerst auslocken, denn der andere einlocken. Das ist aber irgendwie blöd, glaube ich. So, Dille, gucken wir mal, was wir hier noch Schönes haben. Ach, hier sehen wir jetzt nochmal das Innenleben von dem Stuhl, wie das denn entwickelt haben. Also hier oben ist ja quasi der Radarpoint drauf, also die Area, die Radarschüssel. Und der Stuhl, den haben die jetzt so gemacht, dass sie ihn direkt da drunter geballert haben. Bin ich aber voll an Sarahs Meinung. Warum müssen wir in der heutigen Technik den direkt daran verankern? Die hätten auch Kabel verlegen können zu der Seite. Dann wäre das besser gewesen. Vom Platzbedarf her ist das wirklich schade. Jetzt sehen wir das tatsächlich nochmal mit Farbe. Also vom Ding her sieht sie cool aus. Und wie gesagt, die Terrapin, aber ich habe ja auch gesehen, dass sie sehr, sehr gut, also viele haben auch die Terrapin, was ich verstehen kann, weil die Terrapin wirklich ein Schlüsselschiff ist. Du kannst die Terrapin eben gerade für sämtliche Einsätze einsetzen. Wenn du gerade große Einsätze fliegen möchtest und nicht nur, sage ich mal, um irgendwelche Flottenverbände aufzudecken, Flottenbewegungen zu beobachten, das ist natürlich ihr Fachgebiet, auch dass du Flottenbewegungen beobachten kannst. Und diese Flottenbewegungen, die Information gibst du dann weiter eben zu deinem Quartier, oder dass du weißt, wo die feindlichen Flotten sich bewegen. Das Schiff, das hat eben die Fähigkeit, dass es nicht so einfach aufgedeckt werden kann durch ihre U-Boot-Funktion. Dadurch kann es Gefahren, weil es eben die Sachen früher sieht, umfliegen. Das heißt zum Beispiel, da kommt irgendwie ein Raumschiff auf die Terrapin zu oder vielleicht ein Raumschiff-Squad von 4 Raumschiffe. Die Terrapin kann es früh genug entdecken, die Raumschiffe, kann dann in den U-Boot-Modus rübergehen und kann sie dann umfliegen, ohne dass sie dann vorher gesehen wird. Hey Zinto, grüß dich, schön, dass du da bist. Wup, wup, Namen Zintos, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist eben auch die Stärke, wie sie dann eben ihre Feinde umfliegen kann, so gesehen. Und die Information der Flottenverbände dann weitergeben kann. Und eben, wie gesagt, das ist eben nur das Beiwerk, wie die UI sie meistens genutzt hat. Hauptsächlich. German Sky, schön, dass du übrigens da bist. Namen, grüß dich, ich hatte dich noch gar nicht. Die Terrapin ist halt eine richtig krasse Schildkröte. Und das Schöne ist, sie ist zwar nicht so modular, aber scanmäßig ist sie modular aufgebaut. Das hatten wir auch schon genommen. Hat 2 Radar, einen aktiven Pass. Richtig, genau. Siehe oben und unten. Genau richtig, Dural. Richtig. Du hast oben das Punkt, genau das Aktive und unten das Passive. Genau richtig.
Und was auch eben interessant ist, dass eben, wie gesagt, was Baba Pau ja auch schon gesagt hat, du kannst die Scanner umbauen, die Areas, und dann kannst du auch andere Sachen finden. Dann kannst du Mining-Sachen finden, Mineralien besser finden, Unterschlüpfe besser finden von Piraten oder verlassene Stationen oder Schiffswracks, um die dann, die Informationen, die kannst du dann entweder einsammeln und dann verkaufen auf dem Markt. Das heißt, dass du sagst, du hast zum Beispiel ein geiles Mining-Feld gefunden, du kannst damit selber nichts anfangen, aber du kannst das, die Informationen dann weiterverkaufen. Und die Informationen, die kannst du dann auf dem Markt für den Meistbietenden dann verkaufen. Oder du hast eine Javelin gefunden, zum Beispiel, und die ist vielleicht sogar noch relativ gut intakt, du kannst damit aber nichts anfangen. Du kannst dann aber, sag ich mal, die Informationen, die Daten, die du eingesammelt hast, die Informationen kannst du dann verkaufen an irgendeiner, der die dann gerne haben möchte. Zeus, vielen, vielen Dank nochmal für deinen Support. Schön, dass du da warst, mein guter. Träum was Schönes, komm gut rein. Und vielleicht sehen wir uns ja am Mittwoch wieder. Und wir müssen irgendwann nochmal in Ruhe im TS schnacken. Am besten ist das sogar tatsächlich, wenn wir uns beim TS unterhalten, wenn wir nicht live sind. Weil ich wollte nochmal ein paar Sachen mit dir durchsprechen. Oder ich habe mal eine Frage, ob du überhaupt Interesse hast, aber ist jetzt erstmal egal. Ich wünsche was, komm gut ins Bett und Nachti. Iron Legion, schön, dass du übrigens da bist. Na, grüß dich, mein Gutster. So, gucken wir mal weiter. Das sind natürlich schöne Bilder, wie sie dann quasi noch im Hangar ist. Dann steigen da die Leute ein und dann geht's los auf Deep Space Mission. Hier sehen wir nochmal quasi auch ein schönes Bild, wo sie jetzt quasi auf Spionage ist und auf Erkundschaft. Das ist natürlich auch eben der Vorteil, dass sie sich dann irgendwie verbergen kann, kann ihre Platten zufahren, was sie gemacht hat. Dann kann sie noch scannen und hat dann, weist dann nicht so viel Energie auf und kann dann quasi ausspionieren. Die Stützpunkte hier unten. Stützpunkt wird ja ausspioniert. Was ist da los? Was passiert hier? Und dafür ist sie eben auch gut. So, dann gucken wir mal weiter, was ich als nächstes habe. So, das hatten wir schon gehabt, genau. Envil Terrapin. Kühlmechanismus, das hatten wir gerade schon gehabt. Das habe ich schon erklärt. Ich werde das trotzdem nochmal machen. Aufgrund der dicken Panzerung der Terrapin hat das Schiff jedoch nicht genügend Kapazität, um seine Wärme abzulassen. Um dieses abschüssige Wärme abzuleiten, kann die Panzerplatten zurückgezogen werden. Das ist quasi dieses Hinterhinder. Die standardmäßige ausgestattete Terrapin ist auf eine Besatzung von zwei ausgelegt, ein Pilot und ein Scan-Operator. In den meisten Situationen wird auch eine Person beide Tätigkeiten erledigen können. Terrapin-Kapitäne verstehen sich selbst als Fahrer, denn als Pilot. Genau, einige Eigenheiten, die auf die Ähnlichkeiten zu einem fliegenden Panzer zurückführen ist. Also die Idee ist eben dahinter, sie ist einfach schwerfällig, sie ist einfach träge, sie ist einfach kein richtiges Flugzeug, Raumschiff. Also Raumschiff, okay, ist blöd. Kein agiles Flugzeug, deswegen reden die da von Fahrer. Von Panzerfahrer, dass sie dann eben, sie sind keine Piloten, sie sind Panzerfahrer. Das ist ja irgendwie so. Weil so sagen die das zumindest. Wird jetzt interessant. Ein Size 4 Mehrzweckmount auf der Schiffsoberseite erlaubt der Terrapin viele Rollen auszufüllen. Für gewöhnlich ist ein Parabolantenne Area installiert, da die. Genau, da es den Rollen, für welche die Terrapin bekannt ist, den meisten Nutzen bringt. Einschließlich Erkundungsscanner, Suchen und Borgungsortung, Raumortung von Feinde, wenn das Schiff es als gepanzert Kommandoschiff genutzt wird. Also das Kommandoschiff kann es sogar auch genutzt werden. Hey Morpheus, grüße dich, mein lieber Reno. Ach, Marino heißt schon. Morphi, schön, dass du da bist. Grüße dich. Genau, die Idee, es kann sogar als Kommandoschiff genutzt werden. Das ist natürlich schon ganz cool. Das ist natürlich auch ein Hinweis, was wir natürlich auch manchmal vergessen. Wir können die 890 Jump, kann man auch als Kommandoschiff benutzen. Und jetzt kommt der Hammer. Selbst die Phoenix sollte man theoretisch als Kommandoschiff damals nutzen können. Aber es ist, weiß ich gar nicht mehr. Das war damals die Idee gewesen bei der Phoenix. Aber ich glaube nicht mehr. Und tatsächlich können wir die Terrapin auch als Kommandoschiff benutzen. Optimal gesehen in der Hinsicht, dass wir einen Squad haben von, sag ich mal, wir haben zwei Saber, wir haben zwei Hornets, wir haben vielleicht noch ein paar Eclipse. Und was fehlt uns dazu? Ein Kommandoschiff, was das alles ein bisschen koordiniert, die ganzen, das Squad und das Quad-Schiff, das Kommandoschiff ist eine Terrapin und kann dann zum Beispiel die Koordination deines Squads durchführen im kleinen Rahmen, ne? Versteht sich. Das wäre auf jeden Fall schon eine coole Sache.
Während andere Schiffsdesigner ihre Kraftwerke größer dimensionieren, um schneller, weiter und flinker zu sein, macht die Terrapin genau andersherum. Hier arbeitet ein verbessertes Kraftwerk, um so stärker Schilder und stärkere Panzerung wie nur möglich zu bewegen. Die stärkste Panzerplatten sollen für jede in Reichweite gut zu erkennen sein. Drei Schichten in absorbierenden Platten schützen den Bauch und die Oberseite des Schiffes und zusätzlichen Schutz besonders dicke Sprungwände der Seiten. Also das ist eben das, was ich meinte, dass es eben drei Schichten sind an Panzerplatten und die müssen natürlich erstmal geknackt werden. Und da ist immer Luft drin, damit die Energie abgefangen werden, damit sich die Panzerplatte verformen kann, bevor die nächste Panzerplatte angeknickt wird. Und das ist natürlich schon ganz cool, was sie da verbaut haben. Die Idee ist geil. Üppiges Schild ist damit gemeint, üppiges Kraftwerk. Du brauchst ein etwas größeres Kraftwerk, damit du das große Schild befeuern kannst, weil das Schild, das da verbaut ist, hat tatsächlich eine Stärke von der Constellation-Schild. Also da ist tatsächlich nicht ein Schild verbaut, sondern ein M-Schild. Und das ist natürlich schon für die Größe überdimensional groß und das braucht natürlich auch ein bisschen Energie. Wären sie besonders berühmt für die Entdeckung ferner Welten oder Retten von Soldaten unter Feuer ist die Terrapin auch ein kampffähiges Schiff. Die enorme Panzerung in Kombination mit der Size 5 ferngesteuerten unteren Nase verleiht ihre Reputation als fliegenden Panzer. Die zusätzlich Size 2 Laserkanone sind auch frei konfigurierbar. Die Terrapin nutzt für gewöhnlich keine erweiterten Bewaffnungen, ballistische oder größere Norm, da die zur Verfügung stehende Energie auf die Standardbewaffnung ausgelegt ist und keine große Versorgungsschächte für ballistische Waffen gibt. Okay. Möchtest du mehr über die Terrapin erfahren? Möchtest du mehr über die Terrapin erfahren? Wir haben ein klassisches UEE-Testpilot-Handbuch produziert. Es stammt aus dem ursprünglichen Abnahme der Klasse der durch die Navy und beleuchtete zum einen die Fähigkeiten als auch die geplanten Einsatzgebiete des Schiffes. Außerdem findet ihr unter Spezifikation einen detaillierten Holoviewer-Modell der Terrapin. Aha. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gucken wir uns einmal kurz den Trailer an zu der Terrapin, weil der sah auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, den Trailer, den kennen die Meister wahrscheinlich schon. Mal kurz umsetzen. Also ich fand das, aber da sieht man schon, dass sie gar nicht mal so klein ist, die Terrapin. In der Hinsicht, sie ist in einer Idris drin. Das ist schon mal cool, dass sie in eine Idris reinpasst. Ist natürlich schon mal ganz geil. Aber du merkst, dass da nicht mehr viel Luft nach oben ist, ne? Also von den Bildern her haben die nicht viel mehr an Manövrierfähigkeit. Also die stoßen schon ziemlich schnell oben an, tatsächlich. Ja, aber das ist schon ganz cool. Also das ist wirklich cool geworden, das Video, oder? Ich habe das so gefeiert. Ich finde das so, so cool, den Trailer. Das ist schon cool geworden für die Terrapin. Alleine diese Triebwerke sehen schon brachial aus, wie die feuern. Und jetzt seht ihr gleich, dass sie wirklich nicht mehr viel manövrieren kann in der Idris, im Hangar drinne. Und sie muss natürlich nicht auf Fluggeschwindigkeit. Sie kann natürlich so rausfliegen und dann erst auf Fluggeschwindigkeit gehen. Also dann quasi das Landing Gear einfahren. Dann spart sie ein bisschen Manövrierfahren, kann sie ein bisschen mehr manövrieren. Hey Chaos, grüß dich mein guter Abend. Ah, sieht schon cool aus. Also die Terrapin, die hat auf jeden Fall was. Und wie gesagt, das wird tatsächlich nachher so ein Schiff sein, was man echt sehr, sehr oft benötigt, in sämtlichen Situationen, glaube ich sogar. Also für viele Situationen kannst du die Terrapin sehr, sehr gut einsetzen. So, dann machen wir mal weiter. Was habe ich denn noch Schönes zur Terrapin? Es gab auch eine Broschüre, die können wir uns ja auch mal angucken. Ich hoffe, dass sie diesmal aufgeht, weil gestern habe ich die nicht aufbekommen, komischerweise, die Broschüre. Ich hoffe, dass sie heute aufgeht. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann gucken wir da mal durch.
Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, gerne, so wie das Chaos gemacht hat, einfach ein Advexi reinhauen irgendwo in die Frage Advexi, dann könnt ihr direkt die Frage stellen und dann werden wir auf jeden Fall auch schnell auf die Frage eingehen. Egal, was es für eine Frage ist, einfach raushauen und dann können wir auf jeden Fall auch relativ fix auf die Frage eingehen. Hier sehen wir die Terrapin U4A-3. Genau. Signat ist, genau, hat quasi alle Tests bestanden, kann eingesetzt werden und los geht's. Wird eingekauft für die UEE. Ja, eigentlich hatten wir die Bilderchen jetzt schon. Viel mehr steht da eigentlich auch nicht. Aber war eigentlich schon ganz cool, dass es schon eine Broschüre gab, vom Ding her. Aber die Bilderchen, die ganzen Informationen, die hatten wir jetzt schon gehabt. Wir können hier nochmal ganz kurz drauf gucken. Prototyp Project, ID, Terrapin, bla bla bla. Ja, das ist das, was ich schon alles erzählt hatte auch. Hatte ich schon alles. Genau, hier Scanning Activities. Hier ist der untere Scanner, oberer Scanner. Ja, hier sieht man sie nochmal zumindest schön gezeichnet. Wie man sich das eben in solcher Broschüre vielleicht vorstellt. Achso, guck mal, Live-Support. Hier sieht man jetzt die ganzen Komponentesysteme, die auch hier drin sind. Das ist ja auch immer das, was sie ja meinten: Komponentesysteme. Da kam ja Komponenten V2 raus, der ganze Kram. Und das wurde tatsächlich mit der Terrapin, wo sie live gegangen ist, ins Spiel auch schon umgesetzt. War schon eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich schon. War okay, die Broschüre. War jetzt nicht so cool, aber war okay, die Broschüre auf jeden Fall. War schön, dass es auf jeden Fall eine gab. Vom Ding her war das ganz cool. Was haben wir denn noch Schönes zu der Terrapin? Genau, hatten wir schon gehabt. Das hatten wir auch gehabt. Jetzt gucken wir noch mal ganz, ganz kurz rein. Das mache ich trotzdem mal, wobei die schon alt sind, die Q&A-Fragen. Wir gucken trotzdem mal kurz rein, was da drin steht, Q&A-technisch. Ist die Terrapin in irgendeiner Weise modular? Kann genau zentraler Sitz entfernt werden, um Platz für Fracht oder andere Module zu schaffen? Achtet auch auf den Frachtfrage weiter unten. Ja, das ist wieder geil. Nee, kann es nicht. Also das ist eben das, was an Sarah auch bemangelt hatte, was ja auch okay ist. Ja, da kann sie nicht. Also sie kann nicht umgebaut werden. Der Stuhl kann nicht ausgebaut werden. Der Stuhl ist einfach fest drinne. Ich guck mal ganz kurz, dass ich euch zeigen kann, wovon die hier reden. Noch oben noch auf. Genau. Es geht darum, den Stuhl, dass man den rausbauen kann oder irgendwie umändern kann. Das ist hier nicht modular aufgebaut. Das ist hier wirklich nicht modular. Der Raum ist fest und den kann man nicht verändern, großartig. Wie sichtbar wird die Signatur des Schiffes sein? Eine mittlere Schiffskomponente hat das Potenzial, eine für ein kleines Schiff sehr große Signatur abzugeben. Zum Beispiel Abwärme. Wegen den massiven Panzerungen hat das Schiff einfach nicht die Möglichkeit, die Abwärme so gut abzuführen, wie es für den Piloten wünschenswert wäre. Die genau, revolutionäre bewegliche Panzerung, genau, das ist eben das mit den Panzerplatten, erlaubt es die Terrapin aber die Panzerung an eigenen Stellen deutlich dünner zu machen. Das sorgt zwar für Schwachstellen, erlaubt den Spieler aber auch Luft zu holen. Das ist natürlich ganz cool. Gibt es ein Schleudersitz, Fluchtkapsel? Nein, gibt es alles nicht. Fluchtkapsel, sowas gibt es alles nicht. Und Schleudersitz auch nicht. Das sind quasi alles Schwachstellen. Und alles, was Schwachstellen hat, gibt es so gesehen in der Terrapin nicht. Zum Beispiel auch Docking Collar oder irgendwie sowas. Das sind quasi alles, wo die Panzerung eine Schwachstelle hätte. Und sowas haben sie von vornherein rausgenommen, dass da eben nicht so viel kaputt gehen kann, dass das Schiff so schneller platzt. Genau, dreht der Stuhl mit den. Sch Nee, das wäre krass, oder? Zumindest bis dato jetzt nicht, Baba Papa. Wer weiß, vielleicht machen die das noch. Wie schlägt sich die Terrapin im Vergleich zu der Freelancer Duo? Die Terrapin ist hart im Leben. Sie ist dafür gebaut, jede mögliche Eventualität unbekanntes Raums zu überstehen. Aus militärischen Perspektive ist sie auch extrem nützlich als Aufklärer. Sie kann Flottenmanöver prüfen und bei Entdeckung eine Menge direkte Treffer einstecken. Außerdem wird sie zum Absetzen oder Retten von Leuten im Kampfzungen genutzt. Genau, das ist ja das, was wir auch schon hatten. Also vieles, was jetzt hier im Q&A drinne vorkommt, habe ich auch schon so erzählt. Genau.
Was wird die Reisereichweite der Terrapin sein? Sie wird eine sehr, sehr Reichweite haben. Sie wird nämlich auch Deep Space Mission machen können. Sehr weit. Die Terrapin hat sehr viele große Wasserstoff- und Quantum-Treibstoff-Tanks an Bord, um die operative Reichweite zu steigern. Sie ist darauf ausgelegt, so lange wie möglich im Wurst zu bleiben. Deswegen hat sie auch große Tanks, große Wasserstoff und kann auch viel, viele Sachen in der Hinsicht mitnehmen, damit sie Deep Space Mission erfolgreich durchführen kann. Kann die Terrapin, wie im Konzeptziel anzunehmen ist, Fracht transportieren? Nein, kann sie nicht. Du kannst aber Kisten mitnehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel Kisten hast... Warte mal. Ich guck mal hier kurz in die Bilder rein. Vielleicht finden wir da Kisten. Vielleicht finden wir da Bilder im Innenraum. Ja, gehen wir einfach hier, das ist doch schon mal gut. Hier kannst du über Kisten hinstellen. Es gibt auch einen Schrank. Du kannst ja auch einen Schrank aufmachen. Da kannst du Kisten reinstellen. Du kannst Kisten mitnehmen, ja. Kisten kannst du mitnehmen, aber du hast keinen expliziten Frachtraum, wie du das kennst, wo du zum Beispiel deinen Spawnpunkt hast für Fracht, wo deine Fracht fest verknüpft ist. Sowas gibt es da nicht, nein. Wie Beweglichkeit wird das Schiff im Raum bzw. auf Planeten sein? Die Terrapin ist solide, schwer und darum nicht leicht zu beschleunigen. Drehungen brauchen ihre Zeit sowohl im Vakuum als auch in der Atmosphäre. Das ist klar, wenn es im Vakuum schon länger dauert. Ne? In der Kampfsituation nutzen die Piloten ihre Fluchtstrategie und verlassen sich auf die defensive Stärke der Terrapin, als zu versuchen, das Gegenüber auszumanövrieren. Genau, das ist eben die Idee dahinter, dass es dann einfach quasi die Schildkröte macht und versucht so schnell wie möglich wegzufliegen und aus den Gefahren. Eben, das ist ein Fluchtschiff, so gesehen. Hat die Terrapin einen Undock-Collar oder irgendwie was anderes? Nein, das hat sie nicht, weil, was hatte ich ja schon erzählt, wäre eine Schwachstelle. Hat die Terrapin ein Bett? Ja, hat sie. Sie hat ein Pad. Der Pilot kann Tage bis Monate unterwegs sein, ohne einen Hafen anzusteuern. Du findest dieses Schiff in den entlegensten Ecken des Wirrs. Hat aber auch nur ein Bett und leider keine zwei. Was wird man außer die Scan-Ausrüstung noch an den Mehrzweck-Hardpoint schrauben können? Abbaulaser, Bergungszangen, zusätzliche Waffen. Ein Mehrzweckmount fasst eher die Ausrüstung als Waffen. Nach einer anderen Bestückung sehen wir der Zukunft in weiteren Unterstützung und nicht auf den Kampf ausgelegt Schiffe. Also das ist eben die Idee, dass dann den Mehrzweckraum denn alles möglich anmachen kann, zum Beispiel ein Traktorstahl oder whatever auch, oder irgendwie ein Schneider oder sowas, also ein Plasmaschneider oder keine Ahnung, was du nachher alles an den Mehrzweckmount anschließen kannst. Sehr explizit darauf eingegangen sind sie nicht. Aber das kennen wir ja schon von den Multitool, sag ich mal. Multitool kannst du ja Traktorstahl ranmachen, Multitool kannst du auch irgendwie im Plasmaschneider rausmachen und. Sowas in der Art wird damit auch funktionieren, dass du dann eben die Terrapin hast und du kannst da den Traktorschall ranbauen. Das wird, glaube ich, kein Problem sein später. So, da haben wir noch einen zweiten Q&A. Also der Q&As, die waren eigentlich okay, aber na gut, passt schon. Was war hier noch? Genau, was denkt ihr, wie sich das Gameplay der Terrapin gestalten wird? Ja, das habe ich ja schon eigentlich alles erzählt. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, das habe ich ja schon erzählt, eben mit den Aufklärungen, Schiff nach vorne schicken, Aufklärung betreiben, in der Hinsicht, sind da Gefahren zu entdecken, wenn nicht, dann kann ich da mit meiner Flotte durchfliegen oder kann ich dann eben feindliche Flotten aufspülen oder kann ich Daten einsammeln, die Daten zum Beispiel Miningfelder, wenn ich das Array geändert habe, Miningfelder, die Daten verkaufen, sowas in der Art wird das sein, womit du Geld eben verdienen kannst. Im ersten Teil wurde angemerkt, dass die Terrapin versuchen sollte, sich aus dem Gefecht zurückzuziehen, anstatt in den Raumkampf teilzunehmen. Könnt ihr noch etwas stärker darauf eingehen? Werde ich jetzt nicht machen, weil das ist eigentlich das, was wir auch schon alles erzählt haben. Ich weiß auch nicht, das ist eben manchmal so ein bisschen blöd, dass sich die Sachen immer wiederholen bei den Q&A. Also das war echt ein bisschen blöd, der zweite Q&A. Was bedeutet hochstufig in Bezug auf die Schilder der Terrapin? Das können wir nochmal durchgehen. Die Schilder der Terrapin sind überdimensioniert. Es ist ein kleines Schiff, aber es besitzt einen Schildgenerator, den man eher auf einem Schiff einer deutlichen größeren Klasse erwarten würde, wie einer Freelancer oder Constellation. Natürlich hat ein überdimensionierter Schildgenerator auch übermäßig Energiehunger und Signatur. Das ist auch der Grund für die schwere Panzerung. Die Gründe hierfür stehen bereits weiter oben. Idealerweise lässt sich hier
lässt ihr euch nicht von Feinden erwischen, passt auf und umfliegt den Feind so gesehen. Weil ihr den Feind ja vorher sehen könnt und dann müsst ihr erst gar nicht offensiv auf den Feind eingehen, weil ihr den Feind ja umfliegen könnt. Ja. Ja, das ist. Wie, genau. Was könnt ihr zu der Bewaffnung der Terrapin erwähnen? Wie im Konzept beschrieben, hat die Terrapin als einzige sichere Bewaffnung einen Turm unter der Nase, welches zweimal Size 2 Waffen tragen kann. Das alte Size 5 Fernzugriffssturm. Was? Der alte Size 5 Fernzugriffsturm richtet sich noch nach den alten Rechnungen des Hardpoints. Ach so, alles klar. Ich habe mich auch schon vorhin gewundert, warum da ein Size 5 Turm ist und nur Size 2 Waffen drunter sind. Das war noch die alte Size Bezeichnung, alles klar. Das hatte deswegen, das war schon ein bisschen komisch vorhin. Genau, hier gehen sie nochmal auf die Size Waffen ein, Size 2, Size 5 Türme und die Punkte. So. Ein Erkundungsschiff sollte wenigstens ein paar Probleme, also Proben mitbringen können. Warum kann die Terrapin das nicht? Genau. Proben, Bergung, das ist natürlich, dafür ist das Schiff nicht out. Proben, Bergungsgut, alles das könnt ihr in der Terrapin packen, solange ihr im Innenraum Platz findet. Das könnt ihr dann am Labor weiterleiten oder auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Der Fokus der Terrapin ist aber das Sammeln von Daten und die richtigen Daten können SCU in Gold aufwiegen. Also du kannst natürlich genauso viele coole Daten finden, die sehr, sehr wertvoll sind und die kannst du auch dann sehr gut verkaufen und das würde dann in SCU quasi auch das in Credits aufwerten zum Beispiel. Also sind die nochmal darauf eben eingegangen. Auch unwichtig. Ja, wird es zurzeit nicht geben. Könnte es noch weitere Varianten der Terrapin geben? Nein. Macht eigentlich auch nicht so viel Sinn. Das Einzige, was vielleicht ganz cool wird, finde, andere Art nochmal zu Terrapin, wenn es sowas geben würde wie zum Beispiel ein richtiges Rescue-Schiff, wo du vielleicht tatsächlich irgendwie ein Bett drin hast, wo du vielleicht einen stabilisieren kannst. Das heißt, du gehst rein, holst deine Leute raus und kannst sie dann richtig krass stabilisieren. Das wäre natürlich nochmal ganz cool, wenn es da nochmal eine Vision geben würde. Würdet ihr sowas haben wollen? Zum Beispiel, dass ihr das im Leben so weit austauschen könnt von der Vision her, dass ihr da vielleicht, sag ich mal, Medic-Bett reinbekommt. Also ich würde das cool finden. Tatsächlich in der Hinblick, dass wir jetzt sehr viel Bodenkampf haben mit der Ballistik, dass auch sehr viel, sag ich mal, sehr, sehr viel auf dem Boden gekämpft wird, wäre das doch schon auch sehr cool, wenn die Terrapin, dass man das so umbauen könnte, dass man zum Beispiel eine Medic-Bay drinne hätte. Also eine kleine Medic-Bay statt den Scanner denn eben, ne? Dass du dann per Rescue optimal dann deine Leute rausholen kannst unter Beschuss. Das wäre schon ganz cool, glaube ich. Ja, in der Character das Ding auf jeden Fall geil, ja. Genau, jetzt kommen wir nochmal zu Ansaras Punkt. Genau, die Terrapin kann eine Crew von 2 Personen beherbergen. Warum ist nur ein Bett drin? Es ist ein kleines Militärschiff. Das UI-Design sah keinen übermäßigen Komfort vor und als Überwachungsschiff erwartet das Militär sowieso mindestens ein Crewmitglied im Wachen. Dienstzustand und einer, der sich eben ausruht und schläft, so gesehen. Das war das, was ich vorhin schon erzählt hatte am Anfang. Warum gibt es nur ein Bett? Weil das, sag ich mal, das Militär einfach verlangt, dass einer immer Wache hält und sich immer einer ausruht. Deswegen. Ob es nun sinnig ist, nachher später, wenn wir das Schiff benutzen, ist natürlich eine andere Frage. Genau, die Rolle der Terrapin liegt vornehmlich im Datensammelsbereich. Welche Art von Daten, Asteroiden, Planeten, seltene Mineralien, andere Schiffe? Siehe oben, genau, wie bereits beantwortete Frage, kommt immer wieder die gleichen Fragen hoch. Sie kann, wie gesagt, die ganzen Sachen einsammeln. Sie kann Mineralien finden, sie kann besondere Asteroiden finden, wo die Mineralien enthalten sind. Sie kann andere Schiffe finden, Schiffwracks. Sie kann Stationen finden, die verlassen sind. Das kommt immer darauf an, was für ein Array installiert ist. Naja, kommen wir nochmal zur Manövrierfähigkeit. Die Gladiator ist natürlich Manövrierfähigkeit und dafür ist einfach die Terrapin nicht ausgelegt, aber dafür widerstandsfähiger. Also die Fragen, die wiederholen sich leider in den Q&A sehr, sehr, sehr häufig. Ich guck mal ganz kurz, aber ich glaube, wir sind denn tatsächlich gleich fertig mit der Terrapin sogar. Das ist natürlich ein schönes kleines Schiff auf jeden Fall. Wie gesagt, hat damals...
Wie fandet ihr eigentlich den Preis damals von $220? Wie, war das euch zu teuer eigentlich vom Pricing her? Oder war das okay? Also ich hätte tatsächlich mit einem geringeren Preis tatsächlich gerechnet. Ich fand den Preis eigentlich schon tatsächlich ein bisschen höher angesiedelt. Also $220 fand ich. Ich hätte so mit 180 so Super Hornet gerechnet, ehrlich gesagt. Ob die Terrapin für solche Daten genutzt werden, ist fraglich, da es danach ein militärischer Aufklärer ist. Im Grunde ist es ein militärischer Aufklärer, aber du kannst die Schüssel umbauen. Du kannst die Area umbauen und du kannst einen anderen, du kannst eine andere Schüssel anbauen. Du kannst einen anderen Scanner installieren, der dann für Mineralien dann zuständig ist. Also du musst ihn aber umbauen. Mit dem, wie das Ding ausgeliefert ist, geht es nicht zum. Also das geht nicht. Da hast du recht, Morpheus. So wie das Ding ausgeliefert wird, wirst du nicht gut Mineralien finden können und auch nicht gut verlassene Stationen finden können. Das wird schwieriger werden. Da musst du natürlich dann den, sag ich mal, den Scanner oben umbauen. Da musst du einen anderen anbauen. Aber du kannst ja die Scanner umbauen. Das geht auf jeden Fall. Das haben wir ja schon gesagt. Dass du aber aus dem Waffenturm einen Scannerturm machen kannst und umgekehrt, das wird nicht gehen. Aber du kannst aus dem Scannerturm den Scanner umbauen. Und es wird verschiedene Scanner-Aufsätze geben. Also nicht nur für die Terrapin, sondern auch für andere Schiffe. Für alle möglichen Schiffe kannst du das nachher sogar machen. Genau, richtig, Skyline. Das kannst du nachher umbauen. Aber sie wird ausgeliefert mit den Scannern, ne? Also wo du jetzt das nicht unbedingt machen kannst. Aber generell kannst du es umbauen nachher. Terrapin war 195 im Konzeptzelt. Ach gut, Toskin, sehr gut. Gucken wir mal ganz kurz, wie ist der Aufbau der Terrapin? Preis, dann gucken wir mal. Wir sind auch soweit durch mit der Terrapin. Jetzt kannst du das noch so ein bisschen angucken. Preis. Wie war denn der Verlauf der Terrapin? Prospector, was? Terrapin gibt's gar nicht mehr. Okay. Achso, ein Bike, okay. Ja, dachte, oh mein Gott. Ich wusste ja, dass es weit unten ist. Zwei, genau, 195 war Warbound wahrscheinlich. Gab's da schon Warbound? 220 jetzt, da gab's noch gar kein Warbound, oder? Gab's da schon Warbound? Weiß ich gar nicht mehr. Aber tatsächlich, 195 Konzept C, richtig. War ein Ticken teurer so gesehen wie die Hornet. Ein Ticken teurer. Und jetzt 220 angestiegen auf 220. Aber findet ihr den Preis noch okay oder ist das schon ein bisschen happig? Könnt ihr ja mal ein Plus reinmachen. Also ich finde den Preis ist schon okay. Ja, 220 finde ich schon ein bisschen teuer. Mache ich tatsächlich mal ein Minus. Weil ich finde, dass die Terrapin ist trotzdem noch ein kleines Schiff. Ist sehr speziell, okay. Aber ist trotzdem relativ teuer, finde ich tatsächlich. Könnte ruhig ein bisschen teuer, ein bisschen günstiger sein. Wie gesagt, vielleicht im um die 180, 150, 180 Bereich. Hätte ich sie lieber gesehen zumindest. Könnt ihr ja mal reinschreiben. So 160 finde ich ganz cool, glaube ich. Dann liegt sie so ein bisschen über Freelancer herum. Ich glaube, 160 wäre ein guter Preis gewesen. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber fand ich ihn vielleicht einen Ticken zu teuer. Ja, vielen, vielen Dank für den Chip-Showroom. Dankeschön dafür. Wir werden jetzt weitermachen, gehen gleich in den Let's Talk rüber. Dann werden wir gleich ein bisschen ins Game reingehen, ein bisschen Let's Talk machen, ein bisschen schnacken. Ich hole gleich die Unterlagen raus, die wir dafür brauchen. Da werden wir uns gleich ein paar Sachen auch noch angucken im Let's Talk. 150, genau. 150, 160, Christoph, genau. Finde ich, ist ein guter Preis, ne? Vielleicht Konzept 100. Also ich hätte mich da tatsächlich so ein bisschen an die Freelancer, weil die Freelancer ist ja schon ein bisschen größer so gesehen. Ist ja in der Größenklasse höher, haben die auch geschrieben, selber im Q&A. Dann hätten sie so ein bisschen das so ein bisschen anpassen können. Auf jeden Fall, wir gehen gleich noch ein bisschen ins Let's Play rein. Ich habe das jetzt so ein bisschen verbunden, weil 3.7 macht ja schon Spaß, dass ich den Let's Talk ins Let's Play mit rübernehme. Deswegen mache ich jetzt, werden wir jetzt gleich noch ein bisschen Let's Play machen und dann ein bisschen schnacken dabei. Und dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, fürs Zugucken in den Thema Ship Show. Und jetzt werden wir gleich die Teams ansprechen. Warte mal, kann ich ja mal kurz sagen, was für Themen haben wir denn gleich?